Moin moin und hallo, heute wollen wir einen Testlauf mit der Cosori hier machen, mit der Pro LE 4,7 Liter E-Bryer, mit dem Modellnummer CAF L501 Koi. Der Testlauf ist dafür da, dass eventuelle Rückstände aus dem System verdampft werden und sie macht uns gleichzeitig noch mit dem besagten Gerät uns vertrauter. Denn nur Design bringt es uns nicht ans Ziel. Die muss auch liefern können. So, erstes Ding ist, wir holen den Garkorb und packen hier dieses Zusatzequipment rein. Das hier ist der Knusperfreund, das Knusperblechle. Das gute alte Knusperblechle ist dafür da, dass die Ware, die wir hier reinpacken, nicht direkt unten in Kontakt mit dem Untergrund kommt und dass es dort auch zu einer Zirkulation führen kann. An diesem Knusperblechle haben wir Gumminöpplis, rechts, links, oben, unten, überall. Und wir haben einen Griff. So, dieser Griff, den sollten wir natürlich nur benutzen, wenn das Knusperblechle kalt ist oder auf Zimmertemperatur ist. Die Nippelchen hier sollten wir eigentlich gar nicht entfernen. Nur die lassen wir einfach drinnen. Die kann man rauspopeln. Das geht, wenn ihr sie unbedingt sauber machen wollt. Guck mal hier, ich mache mal einen raus. So, zack, könnt ihr den hier rauspopeln. So, machen wir mal hier. Guck mal, ich drücke so ein bisschen. Plopp. Dann haben wir hier die eine Hälfte raus. So, siehst du, da ist er. Jetzt popeln wir die andere Seite raus. Aber ich meine, das finde ich viel zu nervig. Ich glaube, das würde ich nicht machen, weil das ist viel zu viel Arbeit. So, zum Reinigen aber könnt ihr es machen, ne? Danach müsst ihr diese Freunde natürlich wieder reinmachen. Ansonsten würde das ja alles rausfallen. Wie machen wir die rein? Wir drücken es wieder durch, dass die Gumminipplis hier durchpassen, wieder durch die Öffnungen und danach diese sich wieder entfalten können auf der anderen Seite. Das ist auch wieder ein Gefummel. Deshalb macht das nur, wenn es wirklich sein muss. Müssen wir mit etwas mehr Druck arbeiten. Wir müssen von der anderen Seite die Gummikumpels ein bisschen hier rauskomplementieren und dann zack, sind die wieder hier. Das bedeutet aber natürlich auch im Umkehrschluss, ihr habt gerade gesehen, wie ich da dran gezogen und gedrückt habe, dass hier ein echt guter Gummi verwendet worden ist. Denn wenn hier Gummis reißen, ist das nicht gut. Es ist nie gut, wenn die Gummis reißen, nicht wahr? Das erfährt man nämlich dann meistens auch erst ein bisschen später. Gut, also hier sind die Nippelchens wieder drin. Wir sind also einsatzbereit. Was machen wir? Wir packen unsere Knusperschale hier rein. Mit dem Griff nach oben drücken ihn fest. So, jetzt ist er drin. Und jetzt haben wir die Knusperschale da drinnen. Jetzt schauen wir natürlich vorher nochmal hier rein, fühlen einmal nach. Okay, beim kalten Zustand. Und schieben jetzt hier das Hörnchen rein. So, erstmal zur Funktion selber. Ihr habt gesehen, sie ist mit Strom versorgt. Das heißt, sie geht danach an, beziehungsweise in Standby-Modus. Wir können diese Schale rausholen und ihr seht, das Gerät geht automatisch aus. An und aus. Das heißt also, wenn wir zwischendurch mal die Lust verspüren, daran zu ziehen, wird die Maschine ausgehen. Das ist ein Sicherheitsfeature. Gut. Wir machen sie natürlich zu und nun schauen wir uns hier den oberen Bereich an. Der ist uns nämlich jetzt äußerst wichtig. Der obere Bereich ist nämlich jetzt unser Touchscreen. Sehr tolles Ding. Und um jetzt sozusagen die besagte, der, der den besagten Testlauf zu starten, müssen wir auf Vorheizen gehen. Das heißt also Preheat. Hier, da steht Preheat. Bevor wir das machen können, ne, ihr seht, ich kann jetzt überall rumtatschen, passiert nichts. Muss ich das Gerät anmachen? Dann seht ihr hier, kommen die Infos. Gehe auf Preheat, ne? Dann stelle ich auf 205 Grad, ist schon eingestellt und 4 Minuten. Jetzt drücken wir auf Go und das Ding wird sich jetzt vorheizen. So, in der Zwischenzeit können wir jetzt erstmal die 4 Minuten vergehen lassen. Diese 4 Minuten benutzt die Maschine jetzt, um sich so richtig heiß zu machen, um auf die Temperatur zu gelangen, die gerne die Speise gerne hätte. Und das ist wichtig, weil dann könnt ihr genau abschätzen, wie lange die Speise da drinne sein möchte, um dann ein perfektes Ergebnis zu liefern. Ich lasse diese Preheat-Sache oft weg,
weil ich einfach keinen Bock habe auf Preheaten, weil du musst ja dann zwei Schritte machen. Erstmal Preheat, dann ist das Ding auf 205 Grad innerhalb von 4 Minuten. Und danach musst du ja nochmal dann einstellen, was du machen möchtest und dann zu Ende garen. Wie gesagt, das kann man, um ein perfektes Wurzelergebnis zu haben. Oder ihr geht einfach hin, da braucht ihr ein bisschen Erfahrung. Das heißt, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, wisst ihr dann schon, wie viele Minuten ihr einfach dazu addieren möchtet. Bei uns, wir machen meistens Pommes drin. Die kleinen, schnuckligen Pommes sind nach ca. 20 Minuten fertig. Etwas fettere brauchen 5 Minuten länger. Die Curly Fries zum Beispiel, die gekringelten, die sind schon ein bisschen früher fertig, weil die mehr Angriffsfläche bieten. Und natürlich dann die Hähnchenteile sind auch so, also so Hähnchensteaks und so ein Zeugs, Nuggets, sollten auch so 15 bis 25 Minuten drin sein. Aber das ist immer so ein Testgedöns, ne? Ihr fangt also an ohne Preheat und guckt einfach, wann die fertig sind. Könnt ihr jederzeit öffnen und ausprobieren. Wenn ihr aber das Preheat benutzt, dann habt ihr direkt die 205 Grad Celsius und könnt damit sofort unverzüglich nach den 4 Minuten arbeiten. Die Maschine wird nämlich jetzt innen erhitzen. Die Stäbe, wisst ihr, die Stäbe da oben werden jetzt ballern. Dann das Gebläse pustet, das heißt, der ganze Garraum da drin wird jetzt erhitzt werden auf die besagten 205 Grad Celsius, um dann bereit für neue Abenteuer zu werden. Und das ist jetzt schon in 2 Minuten. Ihr seht, ich kann richtig labern wie ein Wasserfall, denn wir haben jetzt schon die halbe Zeit schon geschafft. Jetzt können wir auch schon mal darüber reden, was wir hier alles so im Display sehen. Erstmal, das ist der An- und Ausschaltknopf. Preheat heißt vorheizen. Ne? Prehistorian zum Beispiel, könnt ihr das euch merken. Prähistorisch, prä, das heißt vor. Dann gibt es hier noch Keep Warm. Keep warm bedeutet einfach warm gehalten. Du kannst dann deine Speisen damit warm halten. Dann Shake, die gute alte Shake-Funktion, die nicht jedes der Airfryer-Geräte mit sich bringt. Die Shake-Funktion ist wirklich, wirklich cool, weil mit der Shake oder mit der Schüttelerinnerung, das heißt, die Schüttelerinnerung besteht aus einem fünffachen Signal und dem Aufblinken von Shake selber. Das ist das Schütteln. Wenn wir den Korb nicht herausnehmen, ertönt die Schüttelerinnerung nach einer Minute nochmals auf dem Display und das schlägt da schon wieder Shake. Durchgehend wird dann nämlich darauf hingewiesen. Das heißt, die zwingen dich jetzt nicht unbedingt zu shaken, of course. Aber es ist sinnvoll, die Nahrung nämlich zwischendrin mal zu shaken. Was mir sehr positiv auffällt bei der Cosori ist, sie ist ganz ruhig. Ich glaube, es waren nur 55 Dezibel, das ist eine ganz ruhige Sau. Und beim ersten Mal, wenn ihr sie erstes Mal benutzt, wie ich jetzt gerade, dann riecht man dieses Neue. Diesen Geruch habt ihr bestimmt schon mal gehabt. Hier hinten, da kommt Wärme raus, hier in dem Bereich. Hinter der Maschine kommt Wärme raus, die Seite ist kühl, da ist kühl, da ist kühl. Also, alles kühl. So, jetzt haben wir den ersten Schritt unseres Kennenlernens abgeschlossen. So, das heißt also, die Cosori und wir und ihr zu Hause, ihr seid jetzt schon mal vertraut. Ihr seid jetzt noch nicht per Du, aber ihr seid schon zusammengekommen. Was machen wir jetzt? Jetzt holen wir den Korb raus. Sicherung runterdrücken, ziehen. So, jetzt fühlen wir mal, boah, da ist es warm. Da sind es wirklich 205 Grad Celsius. Das ist sehr nice, denn das ging echt fix jetzt. Ne? Es ging so fix, das ist echt nice. So, wir holen jetzt also den Korb raus und warten 4 Minuten, bis dieser Korb sich wieder runtergekühlt hat. Und dann, nach den 4 Minuten, gehen wir hin, nehmen den Korb wieder, schieben ihn wieder zurück in Position, drücken ihn fest, Maschine geht wieder an. Das ist super geil. Also wirklich, wirklich cool. Aber das Design ist echt schön, finde ich. Sehr schönes Design, wirklich nice. Und nun geht's los. Jetzt wollen wir in die Tiefe gehen. So, anmachen. Dann haben wir hier die Möglichkeit, im normalen Modus können wir die Temperatur hochstellen und runterstellen. Die Touch-Funktion funktioniert sehr gut, wie ihr seht. Sehr schön, auch gedrückt halten, geht auch. Dann countet er hoch oder runter, wie ihr das halt gerade wollt. Das ist sehr schön. Dann hier Timer, Minuten, wie lange. So könnt ihr randommäßig dann einfach starten, ne? Cooking, starten, pausieren.
Ausmachen können wir hier wieder oder das Ding erziehen. Jetzt ist nämlich gerade die Abkühlzeit unten von unserem Korb, deshalb labere ich jetzt hier über die Funktion ein bisschen. Preheat hatten wir gerade schon. Da könnt ihr auch voreinstellen, welche Temperatur ihr möchtet. Und vor allen Dingen in der Minutenzahl können wir da jetzt nichts ändern, wie ihr seht. Selbst nicht, wenn ich ganz nach oben gehe. Nö. Das heißt, es dauert immer so 4 Minuten, bis er preheated ist. So, die Keep Warm Funktion können wir nutzen. 75 Grad ist eingestellt. Minuten können wir auch hier hoch und runter skalieren. Wenn ihr gehalten haltet, dann geht es in 10er Schritten, wie ihr seht. Wenn ihr einzeln tippt, dann geht es halt in einzelnen Schritten. Hier seht ihr 60 Minuten Schluss, das reicht ja auch. So, die Shake-Funktion, ne, die ist immer in den voreingestellten Funktionen hier oben möglich. Da kommen wir auch schon zur ersten, Chicken. 190 Grad, 20 Minuten, gute Einstellung, kann man so fahren. Wenn ihr aber merkt, dass eure Chickens bis dahin nicht schön durch sein, könnt ihr erstens natürlich weitermachen danach. So, euch zwingt keiner nach 20 Minuten aufzuhören. Ihr könnt aber auch die Temperatur erhöhen oder erniedrigen. Das gleiche bei Fries. Ihr habt gesehen, beim Chicken gibt es keine Shake-Funktion. Ne? Die können wir dazu buchen, optional. Dann wird geshaked. Bei Chicken zum Beispiel, wenn ihr hier Chicken Sticks habt oder so, sollte man schon mal shaken oder Nuggets und so, da sollte man auch shaken. Bei Fries wird sie automatisch mit ausgewählt, wie ihr seht. Wir können sie natürlich auch ausschalten, die Shake-Funktion. Dann haben wir Frozen, also gefrorene Nahrung, 175 Grad, 10 Minuten. Da seht ihr ein bisschen runter in der Temperatur, damit das Frozen Good nicht direkt verbrennt. Steak, 230 Grad, 6 Minuten, dann sollte euer Steak, euer Standardsteak, fertig sein. Seafood, Shake-Funktion dabei. Seafood wie zum Beispiel Lachs oder Forellen, alles Mögliche, Shrimps. Auch hier 175 Grad, 8 Minuten voreingestellt, könnt ihr wechseln. Dann haben wir Veggies, das ist also das Gemüse, die Gemüse. Die Gemüse mit 170 Grad, 10 Minuten und Shake-Funktion ist an, kann aber auch abgestellt werden. Und dann haben wir noch Bacon. Oh, Bacon wird bei 160 Grad 8 Minuten gesetzt. Da achtet ihr darauf, unten nur die Baconscheiben so drauf zu legen, auf das Brutzelgeschehen, damit die schön von der Luft durchgebreakt werden. Oh, es ist ein Traum, so ein Baconstreifen aus dem Air Fryer. So, jetzt sind die Minuten des Abkühlens von unserer Ballerung da unten schon lange vorbei. Ich habe wieder viel zu viel gelabert und jetzt gehen wir um die letzten Ingredients hier drin, die eventuell noch verdampfen sollten, auf die Steak-Einstellung. Die gute alte Steak-Einstellung, ja, jetzt 230 Grad Celsius, 6 Minuten. Was wir jetzt machen, ist das Startdrücken und jetzt hört ihr wieder, wie ruhig diese Maschine doch sein kann und ist. Wir haben sie ganz ruhig, sie ist schon fast ASMR-mäßig unterwegs, ganz leise, stört überhaupt nicht. Und wenn jetzt diese besagten 6 Minuten gleich rum sind, dann holen wir den Korb wieder raus und lassen ihn 30 Minuten abkühlen. Natürlich auf einer Oberfläche, die nicht anfängt zu brennen etc. Wichtig ist auch, dass über dem Airfryer rechts und links, hinten und vorne etwas Platz ist zur Ventilation. Und dann habt ihr viel, viel Spaß mit eurem Kasori Airfryer hier. Mit der Air Machine. So, nochmal. Guck mal, hier oben läuft jetzt das Programm ab. Wenn ich hier aufmache, geht sie immer wieder aus. So könnt ihr zwischendurch auch mal gucken. Dann wieder rein damit. Und was geht hier? Sie funktioniert sofort wieder los. Nochmal einmal. Ihr seht jetzt, ich öffne. Und sie fährt runter. Wir können gucken. Und danach schieben wir es wieder in Position. Sie geht wieder an und macht beim Programm weiter, wo sie gerade dran war. So, jetzt ist es ja schon ein bisschen länger an. Ich halte nochmal hier hinten hin. Guck mal hier, ich könnte meine Hand nicht lange da halten, wenn es so heiß wäre, ist aber nicht. Seite ist auch absolut touchbar. Vorne, alles okay. Okay, oben drauf. Oh ja, hier oben ist es ja richtig kühl noch. Also, temperaturmäßig, nices Ding. Natürlich muss irgendwie die heiße Luft hin, also passt da ein bisschen auf. Aber ansonsten ist dieses Ding stylisch. Von höchster Güte. Und soundmäßig von allerhöchster Güte, sehr leises Teil, sehr nice, oben intuitiv bedienbar und macht auch vernünftige, leckere Sachen und das ohne Öl. Natürlich könnt ihr immer noch einen Esslöffel Öl reinschütten, wenn ihr es lieber doch fettiger haben wollt, aber macht es nicht, außer ihr seid unterernährt.
sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon.